Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls hier mit mir, Grand Reaper. Ja, wir sind ja letztes Mal ein Stück weiter in Zens Festung gekommen. Oh, einen Moment. So, ich habe mal kurz die Maus aus dem Bild geschoben. Ein Stück weiter in Zens Festung gekommen und dann wurden wir niedergemäht von so einem Riesen, der meinte: Hey, ich habe hier so ein Brandfass. Ich mache jetzt einen auf Donkey Kong und schmeiß es auf dich. Und seitdem sind wir nicht nochmal so weit gekommen, was mich leicht ankotzt. So. Nope. Keine Chance. Darf ich mal? Danke. Ihnen steckt da was zwischen den Beinen. Es war übrigens eine Kastration, die wir gerade durchführten. Das war geil. Ein Moment. Oh, das war cool. Oh, ein Moment. Ich brauche ein bisschen Ausdauer. Ein Moment. Ich komme. Erstmal ein Aktimel. So. Wo ich immer noch sagen muss, dass mir das Prinzip in Dark Souls, sag ich schon, in Bloodborne besser gefällt, weil da braucht er nicht so ewig zum Trinken, sondern haut sich kurz die Blutfiole so fix fett in die Adern. Und dann reicht das. Wisst ihr, das ist besser. Dann, ihr seht ja, wie lange er hier braucht, um so einen Schluck zu nehmen. Das ist, also er holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank. Ja, öffnet dieses Bier, stellt fest, dass es das falsche Bier ist, kippt es in den Ausguss, holt sich ein neues Bier und trinkt erst dieses. Es sei denn, es ist wieder das falsche, dann natürlich kippt er es wieder weg. Aber in der Zeit, ja, ist der Gegner einmal um den Globus gelaufen, hat sein Schwert geschliffen und dich getötet. So, diesmal sind wir nicht drauf gegangen. Plündern? Flammenberg, jetzt würde ich gerne wissen. So, warum aktiviert sich der nicht, wenn er draufsteht? Erklär mir das mal. So, wir können ja jetzt hier mal kurz gucken. Hier kommt ja jetzt kein Gegner. Wir haben ja neues Schwertchen. Dieses Großschwert mit seiner wellenförmigen Klinge war die Lieblingswaffe von Astor, dem Grafen von Karim. Die Waffe Entschuldigung, die Waffe zieht dem Feind die Haut ab und verursacht so starke Blutungen. An sich klingt das cool. Also damit haben wir jetzt eine Waffe, die Blutung verursacht. Ja, also so monatlich. Nein. Aber ist schon cool. Also könnte sich, wenn man die hochlevelt, ist die, glaube ich, ganz gut gegen einige Gegner, wenn man da Blutschaden macht. Aha. Oh. Ungefähr so wie der jetzt hier. Ich muss sagen, die Schlangen sind nicht nur hässlich, sondern auch nervig. Ach so. Oh. Da wäre ja fast was geworden. So, einmal hier. Einmal hier. Eine kleine Soda-Cola. Wenn ihr wisst, woher das mit der Soda Cola kommt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Vielleicht haben wir einige von euch guten Spielgeschmack bewiesen. So, komm mal her. Wieso ramme ich mein Schwert eigentlich immer zwischen deren Beine? Ist das nicht irgendwie mies? Also, ich meine, ist schon ein bisschen hart. Ich meine, wir sind Gegner. Oh, gleich zweimal. Und er lebt immer noch. Warte ab, bis mein Schwert noch eine Stufe höher ist, Freundchen. Dann bist du schneller tot. Da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie du tot bist, sag ich dir. So. Oh, ich habe gar nicht vorhin. Ich habe ja die Aufnahme Aufnahme gestartet. Ich habe gar nicht geguckt. Ob ich auch die Festplatte und so weiter alles richtig gemacht habe. Scheiße. Nun ja, ich werde sehen, wo die Aufnahme landet. Und dann gehen wir wieder hier hoch.
Leuchtfeuer wäre hier halt schon mal wünschenswert. Wenn ich daran denke, dass ich diesen ganzen Kram hier nur mache. So. Weil ich hier noch kein Leuchtfeuer gefunden habe, stört mich das ein bisschen. So, wir lassen jetzt den da unten töten, einfach nur um die Seelen nochmal mit abzugreifen. Ein bisschen am Mikrofon vorbeigesprochen. Okay, da kommt der nächste dicke Ball. Einen hat er noch und dann können wir weiter drehen und dann drehen wir es hier halt hinten in den Abgrund rein. So. Gut. Ah, jetzt kommen wieder richtig beschissene Stellen. Aber ich bin, worüber ich froh bin, dass nicht einfach mal so neue Gegner irgendwo spawnen. Oh, knapp, Alter. So. Und zack. Oh, kurz was saufen. Hier steht zwar vor Achtung, vor dir Schatz und so weiter, aber ich glaube nicht, dass da unten. Ich werde mich jetzt hier noch nicht fallen lassen. Ich bin nicht so doof. Perfekt. Ah, schön. Komm, falsch schon. Okay. Ah, fuck it. Schön. So, jetzt können wir hier warten. Ich trinke noch mal ein. Das funktioniert. Ich krieg bei diesem Gegner einfach echt so die Pest. Weil der einfach so vollkommen unnötig nervig ist. Weißt du, da steht schon keiner mehr und der ballert immer noch auf. Und der kostet mich hier halt. Also ich sag mal nachher da die Dingstens, weißt du, wenn die mich runterkicken, ist das eine Sache, aber hier der kleine Ficker, Entschuldigung. Gott. Alter, wie viel Mist ich da jetzt verbraten für hab. Das ist halt das, was mich aufregt.
Alter, da ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht. Achso, hier hinten war ja nix. So, jetzt warten wir hier kurz. So, fuck. Okay, hier kann ich runter. Ah, von da oben. Scheiße. Ich hätte mal da runter sollen. Ach, ist das eine Kacke. Aber ich soll mal den ganzen Weg, oder was? Ah, das gibt es nicht. Es muss da eine andere Möglichkeit geben. Also definitiv muss es da eine andere Möglichkeit geben. Ich kann nicht jedes Mal hier den ganzen kompletten Weg laufen. Es muss da eine andere Möglichkeit geben zum dritten Mal, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Ich habe es jetzt viermal gesagt, das muss richtig sein, weil das geht so, also das ist ja. Schäbig ist das. Oh, langsam die Schnauze voll von diesem Gebiet hier. Das ist ja hier nicht mal mehr schwer, das ist einfach nur noch nervig. Meine Fresse. Wie sieht der ihn erstmal nicht an? Dachte er sich so, nö. Anvisieren ist was für Uncooles, ne? Hat er noch? Hat er noch? Jetzt muss ich eh erst zurücklaufen, um Pfeile zu kaufen. Schön. Ich dachte, das ist der Typ von der anderen Seite, der was rüberschmeißt, aber es ist der, der oben steht. Das ist irgendwie ziemlich dreckig, wenn ihr mich fragt. Das ist ziemlich, ziemlich dreckig. Achso, nee, der ist unten. Entschuldigung, falsch gelaufen. So, wieder hier runter. Und nochmal einen die guten Kellergeschosse hier. Geschosse. Entschuldigung, Geschosse. Verkauft er überhaupt Pfeile? Oh, ja. Große Pfeile haben wir noch. Ich Idiot. Dann hätte ich die doch einfach, Mensch, ausrüsten können. Erstmal Waffen verstärken. Wir müssten. Ah, da fehlt uns noch eine Schärpe. Schade, schade, schade. Ausrüstung reparieren. Ausrüstung. Meine Fresse. So. Und wir können ja jetzt mal einfach nur spaßenshalber. Wir hatten ja im Wald das eine Gebiet freigeschaltet mit den starken Viechern und so weiter. Ich wollte da jetzt mal reingucken, weil ich gerade keinen Bock auf Sens Festung habe. Ich meine, im Wald kriegen wir zwar auch voll auf den Sack, das ist außer Frage, aber es ist immer nicht Sens Festung. Aha. Okay, kein Loot. Im Finsterwurzgarten. Okay, irgendwie rolle ich mal rein. Das hätte ins Auge gehen können.